Der 13. Februar 1945 ist für Dresden ein vollkommen ungelöstes Datum. Ich habe immer, wenn ich früher in Dresden war, habe ich immer vor der Ruine der Frauenkirche gestanden und die mich übrigens tatsächlich, die eigentlich für mein Leben, für meine Ikonografie sozusagen, für meine Bildwelt, das Mahnmal schlechthin war. Ja. Für Leid, für Versehrung, die aus Krieg, die aus Gründen so gekommen ist und gleichzeitig so viel auch also natürlich unendlich viel Leid über vollkommen unschuldige Menschen gebracht hat. Aber hier ist seitdem eben dieses Datum von den Nationalsozialisten ja sofort, dieses Ereignis von den Nationalsozialisten ja sofort propagandistisch gebraucht wurde, dann im Kalten Krieg propagandistisch gebraucht wurde, ja, wo fast das Nazi-Vokabular in das kommunistische Vokabular überging, ja, also wie man dieses Ereignis deutete, die angloamerikanischen Terrorangriffe und so weiter. So war ja dieses Vokabular. Aber wenn man mit den Menschen hier, mit Dresdnern, Dresderinnen spricht, also mit Freunden, die ich jetzt gewonnen habe, sind natürlich all die Geschichten und die Bilder ganz individuelle. Und es gibt Momente der klarsten, menschlichsten Trauer, die durch dieses zersplitterte Gedenken, diese Problematik des öffentlichen Gedenkens und der Lasten der historischen Schichten, die da drauf liegen, inzwischen sozusagen also kontaminiert wird eigentlich. Ja. Denn ich hab Freunde, die haben hier Dinge gesehen und dann kommen Leute und sagen, Gedenken beenden, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Es wird nie einen Abschluss dazu geben, in unserer Generation, auch im nächsten nicht, aber weil man über großes Leiden in der Form nie zu einer wirklichen Versöhnung kommen kann, offensichtlich.